Erweitern Sie die Standard-Komponentenbibliothek von MapleSim und entwerfen Sie Ihre eigenen benutzerspezifischen Bausteine von Grund auf unter Verwendung der entsprechenden Vorlage. Diese Vorlage hilft Ihnen, das Verhalten der neuen Komponente zu analysieren und Schnittstellen zu definieren. Und Sie können den neuen Baustein per Knopfdruck zur Einbindung in eigene MapleSim-Modelle zur Verfügung stellen. Das Verhalten Ihres Bausteins können Sie in der für Sie günstigsten mathematischen Notation definieren, durch Differentialgleichungen, Zustandsraumdarstellungen oder Übertragungsfunktionen. Nach der Definition können Sie schnell und direkt das Komponentenverhalten analysieren und verifizieren. Mit mausgesteuerten Menüs können Sie die Schnittstellen des Bausteins bearbeiten und anwendungsspezifische Verbindungen konfigurieren. Nach Fertigstellung können Sie benutzerspezifische Bausteinbibliotheken zusammenstellen, zur Verwendung in zukünftigen Projekten oder zur Weitergabe an Ihre Kollegen.